Deswegen jetzt ganz konkret, wie finde ich denn dann die Strategie für das New Normal, das wir jetzt gerade definiert haben, nämlich das Niedrigzinsumfeld und ja den durch die Notenbanken hervorgerufenen Anlagenotstand. Was ist denn ein probater Weg, den ich gehen kann, an dem ich mich orientieren kann und der eben auch einfach dazu führt, dass ich meine Strategie verstehe und dann eben auch im Zweifel, wenn es vielleicht mal holpert, wenn die Märkte sich vielleicht mal nicht so entwickeln, wie ich es mir erhofft habe, trotzdem dabei bleibe und nicht von meiner Strategie abweiche. So, grundsätzlich ist erstmal der Punkt, wir haben hier einen Ausgangspunkt, Start, Status Quo und ein gewisses Ziel. Dieses Ziel kann, das habe ich ja eingangs gesagt, sehr, sehr abstrakt sein, einfach Vermögensaufbau, wenn ich vielleicht noch jung bin. Es kann aber auch schon etwas konkreter sein, dass ich sage, ich habe eine gewisse Vorstellung, wann mein Ruhestand beginnen soll und ich habe auch eine gewisse Vorstellung davon, wie viel Kapital ich in meinem Ruhestand benötige. Dann ist es relativ einfach, auf Basis dessen, was sozusagen im Status quo vorhanden ist, plus dessen, was ich eventuell noch sparen kann, und meinem definierten Ziel eine erforderliche Rendite zu berechnen. Das ist sehr, sehr einfach, das ist eine rein mathematische Betrachtung. Ich schaue mir nämlich an, was habe ich, wo will ich hin und was brauche ich dafür. Das erste Korrektiv, ganz klar, das hier mit reinfällt, ist das Thema Kapitalmärkte. Darüber haben wir ja jetzt eben schon ausführlich gesprochen, sollte eben bei einer solchen Betrachtung herauskommen, dass 6, 7 oder mehr % Rendite pro Jahr nötig sind, dann ist es eben ganz klar, dann ist man an den Kapitalmärkten, so wie sie sich im Moment darstellen, schon in dem etwas risikobehafteteren Bereich. Oder vielleicht kommt sogar raus, dass Renditen nötig sind, die an den Kapitalmärkten so nachhaltig gar nicht erzielbar sind. Das ist einfach mal das erste Korrektiv. Ja, das ist noch überhaupt keine Bewertung, das ist einfach nur erstmal eine Betrachtung und ja, eine Korrekturgröße sozusagen. Aber angenommen, man würde auf eine benötigte Rendite kommen, die so im aktuellen Kapitalmarktumfeld durch eine gewisse Beimischung risikoreicher Anlagen durchaus erzielbar ist, dann wäre dieser Punkt als erstes mal abgehakt. Dann kommt der zweite Punkt hinzu, das ist das Thema finanzielle Risikobereitschaft. Ganz klar ein extrem wichtiger Faktor in der Herleitung der Anlagestrategie, denn es ist eigentlich sogar der Dreh- und Angelpunkt. Wenn wir nämlich eine Strategie herleiten, sei es jetzt rein bezogen auf die Kapitalanlage, aber auch auf die Gesamtstrategie ausgerichtet, die nicht zur finanziellen Risikobereitschaft passt, dann wird das genau zu diesem Chaosweg führen, den Sie ganz am Anfang gesehen haben. Es wird nämlich im Zweifel dazu führen, dass in schwierigen Marktphasen, in schwierigen persönlichen Phasen oder auch in, ja, sozusagen durch den Einfluss von außen, durch Dritte, durch Medien, etc., man von der Strategie abweicht, weil man sich einfach unwohl fühlt und weil sie nicht zu einem passt. Die finanzielle Risikobereitschaft ist auch eine sehr konstante Größe, die sich nicht großartig ändert und die sich auch sehr, sehr gut ermitteln lässt. Im Nachgang gerne, sofern von Ihrer Seite Interesse besteht, schreiben Sie mir eine kurze E-Mail. Wir nutzen hierfür einen Test mit 25 Fragen. Einige von Ihnen, wenn ich mir die Namen so anschaue, kennen das auch schon. Das ist ein online-basierter Fragebogen. Da kriegen Sie dann mal ermittelt, was ist Ihre finanzielle Risikobereitschaft. Und Sie kriegen auch eine Gegenüberstellung zwischen dem, was Sie selbst schätzen und was aufgrund der statistischen Fragen, die Sie eben ausgefüllt haben, sozusagen in der normalen Verteilung für Sie herauskommt. So, sofern wir jetzt herausgefunden haben, dass die finanzielle Risikobereitschaft auch in dieses Thema passt, auch hier, es muss nicht unbedingt sein, dass das alles 1a passt. Darum geht es auch gar nicht. Es kann auch durchaus sein, dass sich hier Konflikte ergeben. Was ist die Idee dahinter? Naja, diese Konflikte aufzudecken und sie proaktiv anzugehen natürlich. Und nicht darauf zu warten, dass irgendwann, wenn dann wirklich Marktbewegungen kommen, das Ganze eben, wenn es schon schwierig ist, auf das Tablett kommt. Also hier, es ist nicht zwingend notwendig, dass hier alles am Schnürchen läuft. Es geht einfach darum, alles per Korrektiv zu überprüfen. Nächster Schritt, bestehende Vermögensstruktur. Ein ganz wichtiger Punkt.
Denn die Fragestellung ist natürlich, mit der bestehenden Vermögensstruktur, wie ich sie jetzt habe, habe ich überhaupt auch nur ansatzweise die Möglichkeit, meine Ziele zu erreichen oder bin ich da schon ganz weit weg? Nun ja, wir schauen uns hierzu an, das kennen Sie ja schon, wahrscheinlich viele von Ihnen jedenfalls, das Thema Inhalt und Verpackung. Ich schaue mir also an, was, welche Vermögensgegenstände oder Vermögensbestände habe ich, welche davon sind wirklich konkrete Inhaltsträger und somit Träger von Hauptrisiken, Rendite und Risiko und was ist nur eine Verpackung. Das Ganze entpacken wir und schauen uns dann wirklich an, typische Inhalte und typische Verpackung und sortieren sie dann ein nach Gläubiger- und Eigentümerstatus. Das ist nämlich, das hatte ich ja eingangs gesagt, die Fragestellung, die uns hier ganz besonders interessiert. Denn wenn ich eine Anlagestrategie herleiten will, dann interessiert mich insbesondere die Fragestellung, an welchen Punkten bin ich Eigentümer und an welchen Punkten bin ich Gläubiger. Denn ich möchte ja gerade herausfinden, wo stecken Risiken in meiner Vermögensstruktur und welche Rendite kann ich erwarten. Und das kann ich eben nur, wenn ich meine Vermögensstruktur ganz genau kenne. Deswegen ist es auch Quatsch, auf der Verpackungsebene zu bleiben und sich anzugucken, welche Investmentfonds, Zertifikate, Versicherungen oder sonstige Themen ich habe, sondern ich muss die Verpackung aufreißen und muss reingucken. Und dann erkenne ich eben ganz deutlich, welche Hauptrisikoträger habe ich in meiner Vermögensstruktur, welche Renditen kann ich mit meiner Vermögensstruktur erwarten und ist sie geeignet, um mein Ziel zu erreichen. Das habe ich eben schon mal so grob skizziert. Wie gesagt, viele von Ihnen kennen das auch, das weiß ich, dass es eben unsere Vermögensstrukturanalyse oder unsere Vermögensstrukturmatrix, so wie wir vorgehen. Wir sortieren eben ein in Sachwerte, also Eigentümerstatus und Geldwerte, also Gläubigerstatus, unterscheiden dann nochmal so ein bisschen granular nach gewissen Eigenschaften, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Es geht einfach an dieser Stelle um die Hauptfrage, wo bin ich Eigentümer, wo bin ich Gläubiger und wo leidet mein Vermögen deswegen vielleicht unter Inflation und wo habe ich eben vielleicht Schwankungsrisiken, weil es Sachwerte sind und ich eben einfach Produktivvermögen habe. Wenn man das einfach mal am typischen Anleger, das ist einfach eine ja sozusagen statistische Betrachtung, die ich mal gemacht habe, über unsere Kunden, über unsere Anleger hinweg, dann stellt es sich oft so raus, gerade auch bei der Cashkurs-Community wahrscheinlich, dass ein nicht ganz kleiner Teil des Kapitals im Produktivkapital liegt, weil ja schon eine Sensibilisierung dafür da ist, dass man sagt, naja, ich weiß ja, ich soll das nicht in Geldwerte packen, wegen der Inflation, wegen der Euro-Thematik und wegen der Niedrigzins-Thematik und so weiter und so weiter. Ja? Wenn ich dann allerdings mal noch die Versicherungen dazu packe, dann stelle ich fest, das verschiebt sich schon mal. Das heißt also, aufgrund des Zusammenhangs, dass eben die Versicherer so einen hohen Anteil an Geldwerten haben, habe ich dann eben schon wieder eine Verschiebung zu Ungunsten des Produktivkapitals. Und ganz, ganz extrem wird es dann, wenn ich gesetzliche Renten, Versorgungswerke etc. mit einbeziehe, dann stellt sich es eben ganz oft so dar, dass der Anteil des Produktivkapitals deutlich kleiner ist, als auf den ersten Blick vielleicht ersichtlich. Es heißt jetzt nicht, dass die Verteilung 67 Produktivkapital und 33 Geldwerte optimal ist. Das will ich nicht sagen. Das kommt auf die Risikobereitschaft an. Und vor allem, wenn ich keine Meinung habe, dann wäre ja 50-50 vielleicht eine gute Idee. Aber worum es hier geht, ist einfach erstmal sichtbar zu machen, wie bin ich denn eigentlich wirklich aufgestellt und wo stecken denn Klumpenrisiken drin. Das ist das Thema. Ja, das heißt also, es geht hier nicht darum, irgendeine Meinung zu vertreten, sondern es geht darum, sozusagen versteckte Risiken aufzudecken und Erwartungshaltungen ja, sozusagen zu bilden, weil ich eben weiß, an welcher Stelle habe ich welche Position. Soweit mal die ganz technischen Themen. Dann, ganz wichtig, das habe ich ja eingangs schon gesagt, Humankapital. Also gerade auch Berufsunfähigkeitsversicherung, Absicherung der eigenen Arbeitskraft, aber auch das Thema, wie bin ich denn aufgestellt? Bin ich selbstständig? Bin ich angestellt? Eine selbstständige oder freiberufliche Anwältin
hat mit Sicherheit nochmal andere Korrekturgrößen in der Herleitung ihrer Gesamtstrategie als eine Angestellte oder vielleicht eine Beamtin, weil einfach Zahlungsströme anders funktionieren. Ja, das heißt also, das ist nochmal eine weitere Korrektivgröße, die ich hier auf jeden Fall mit einbeziehen muss. Dann das Thema Recht und Steuern. Dazu komme ich jetzt nochmal abschließend, weil das mir hier viele Sachen gerade, da haben wir eben dieses Thema Frauen spezifisch. Man kann viele Dinge regeln, man sollte viele Dinge regeln und die sollten auf jeden Fall gerade bei uns Frauen in die Planung mit einbezogen werden. Als erstes mal das Thema Recht, Güterstände und Ehevertrag. Ich hatte es ja schon mal gesagt, das ist mir sehr, sehr wichtig. Soweit keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, gilt der gesetzliche Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Und der bedeutet nicht, wir sind verheiratet, also gehört uns beiden alles. Das ist nicht so. Ja, auch wenn das vielleicht oft so gehandhabt wird, und das ist ja auch absolut richtig, kein Mensch rechnet innerhalb einer Ehe zumindest Kleinigkeiten auf oder sollte zumindest nicht so sein. Aber ich höre das in meiner Beratung ganz oft, naja, wir sind ja verheiratet, das ist doch kein Problem, uns gehört doch eh alles. Da muss man sagen, nein, jeder Ehepartner behält auch innerhalb des gesetzlichen Güterstandes seine Vermögenssphäre. Insofern ist auch dieses Thema Eheschulden völliger Blödsinn. Es gibt keine Eheschulden. Jeder Ehepartner hat eine eigene Vermögenssphäre und somit auch eigene Schulden. Solange sie nicht irgendwelche Mithaftungsvereinbarungen unterschrieben haben oder sonstige Themen, haften sie nicht. Das sind die Schulden ihres Ehemanns oder ihres Ehepartners. Bei Beendigung der Ehe, und das ist das, was die meisten Leute meinen, wenn sie sagen, naja, uns gehört doch beiden alles, wird eben verglichen, was hatte jeder von beiden am Anfang, was haben jeder von beiden jetzt, und dann gibt es diesen sogenannten Zugewinnausgleich an den Ehepartner, der weniger hat. Das funktioniert auch in die andere Richtung. Ja, das ist keine Einbahnstraße in Richtung der Frau. Hier habe ich mal ganz kurz als Anmerkung reingeschrieben, Gestaltungsmöglichkeit der Güterstandsschaukel. Es gibt eben hier die Möglichkeit, größere Vermögen insbesondere zwischen den Ehepartnern zu übertragen in Form dieses Zugewinnausgleichs, dadurch, dass man zwischen den Güterständen Zugewinngemeinschaft und Gütertrennung wortwörtlich hin und her schaukelt. Ja, das heißt also, diese Gestaltungsmöglichkeit, vielleicht dem einen oder anderen von Ihnen ein Begriff, bietet eben sozusagen Übertragungsmöglichkeiten, ohne dass der Zustand der Ehe beendet werden muss. Durch einen Ehevertrag kann vom gesetzlichen Güterstand abgewichen werden. Häufig, gerade bei Frauen erlebe ich das, die sagen, ach, naja, Ehevertrag, das ist aber eigentlich ein bisschen unromantisch, das wollte ich jetzt aber eigentlich nicht. Oder so die Vorstellung, die Familie des Ehemanns mag mich nicht, deswegen versucht man da irgendwie Vermögenstrennung herzustellen. Es gibt, und dazu möchte ich ausdrücklich aufrufen, für Frauen auch absolut gute Möglichkeiten, Eheverträge zu nutzen. Ich hatte das vorhin schon gesagt, Versorgungsausgleiche für Kindererziehungszeiten schriftlich zu fixieren. Das ist absolut legitim und ein gangbarer Weg, wenn es in die gemeinsame Planung passt. Vielleicht zum Thema Unternehmer. Ganz oft ist es eben in Gesellschaftsverträgen so, dass es schriftlich in den Gesellschaftsverträgen vorgegeben ist, dass sich die Gesellschafter darum zu kümmern haben, anhand eines Ehevertrags zu regeln, dass im Falle von Tod oder Scheidung keine Gesellschaftsanteile an die Ehefrau übergehen. Das macht man eben einfach, um das Gesellschaftsvermögen zu schützen. Das hat nichts damit zu tun, dass der Ehemann oder die Ehefrau, das ist ja völlig egal, den Partner nicht leiden kann. Ja, insofern hier auch nochmal der Hinweis, nur weil es im Gesellschaftsvertrag steht, heißt es nicht, dass man es nicht privatrechtlich noch regeln muss. So, und jetzt mal die Dauerbrenner quasi aus Themen aus den Bereichen Steuern, Recht und Co., gerade für Frauen. Gerade eine Stolperfalle, die Finanzverwaltung derzeit wieder ganz stark auf der Agenda hat, ist das Thema Gemeinschaftskonten. Für die Geschäfte des täglichen Lebens sind Gemeinschaftskonten absolut probat. Das heißt also, ein Haushaltskonto zu haben, auf das beide etwas einzahlen, auf das beide etwas rausnehmen, ist überhaupt kein Problem. Problematisch wird es,
wenn, ich sage jetzt mal ganz plastisch, ein Ehepartner 5 Euro einzahlt und der andere 20.000 Euro und ja, ich, jetzt Klischee, die Frau hat die Kreditkarte und kauft davon regelmäßig Schuhe. Das ist kein Geschäft des täglichen Lebens und kann eine versteckte Schenkung sein, die insbesondere bei unverheirateten Pärchen natürlich zu großen Problemen führt, weil da ein Freibetrag von 20.000 Euro herrscht. Das heißt also, Gemeinschaftskonten sind wirklich nur dazu da, Geschäfte des täglichen Lebens abzuwickeln. Genauso die getrennte Geldanlage. Ich habe es vorhin schon gesagt, es geht nicht darum, hier aufzurufen, dass man komplett alles alleine macht und dem Ehemann nichts davon erzählt. Es geht aber einfach darum, ein eigenes Depot zu haben, einen eigenen Altersvorsorgevertrag zu haben oder was auch immer das probate Mittel ist. Da braucht man kein Gemeinschaftsdepot. Depots kosten heutzutage kein Geld, also warum soll nicht jeder eins haben? Insbesondere, da sich Risikobereitschaften häufig deutlich unterscheiden, ist eine gemeinsame Geldanlage eigentlich gar nicht unbedingt möglich. Und insbesondere in Bezug auf die Gender Pension Gap sollten Frauen ja eigentlich viel mehr tun als der Mann. Also hier der deutliche Appell, getrennte Depots. Risikolebensversicherung, hatte ich vorhin schon gesagt, ist ein sehr probates Mittel zur Absicherung des Todesrisikos des Ehepartners, hier aber bitte auf die richtige Konstruktion achten. Das Stichwort hier ist die Konstruktion über Kreuz. Das heißt also, jeder Ehepartner schließt nicht für sich die Lebensversicherung ab, sondern auf das Leben des jeweiligen Partners. Denn dann ist im Fall des Todes die Versicherungsleistung nicht Teil der Erbmasse und somit auf jeden Fall Erbschaftssteuer befreit, gerade bei unverheirateten Paaren auf jeden Fall sehr, sehr wichtig zu beachten. Nachfolgeplanung, auch so ein Thema, gerade für uns Frauen. Statistisch gesehen lebt der Mann eben einfach nicht so lange wie wir. Das heißt also, man sollte sich zumindest mit dem Thema Nachfolgeplanung mal aktiv auseinandergesetzt haben und sich die Frage stellen, nicht nur können wir vielleicht schon was an unsere Kinder übertragen, auch das ist ja schön, gerade wenn größere Vermögen da sind, sondern einfach auch gerade bei normal großen Vermögen. Es sieht auf den ersten Blick vielleicht so aus, als passt das alles, wenn einer stirbt. Gerade wenn der Mann stirbt, ist es aber häufig so, dass die Frau dann dasteht und hat vielleicht gar nicht die Liquidität, um die Kinder auszuzahlen, wenn die entweder ihren Anteil oder ihren Pflichtteil fordern. Dann muss vielleicht die Immobilie veräußert werden. Das ist alles sehr, sehr unschön. Das heißt, hier sollte man sich auf jeden Fall die Frage stellen, besteht genügend Liquidität? Und wenn sie nicht besteht, kann ich mit meinen Kindern reden, dass da entsprechende Verzichtserklärungen oder entsprechende testamentarische Regelungen getroffen werden können. Betriebsvermögen, Privatvermögen, das will ich jetzt mal aufgrund der fortgeschrittenen Zeit mal überspringen. Hier einfach das Thema, man sollte sich bewusst machen, wo kaufe ich welchen Vermögenswert, ja, wenn es für mich überhaupt relevant ist. Habe ich kein Betriebsvermögen, ist es für mich nicht relevant. Haben Sie vielleicht eins, dann können Sie im Nachgang gerne nochmal auf mich zukommen, mich da nochmal näher zu interviewen, aber das auf jeden Fall mal als Sensibilisierung. Es gibt Vermögenswerte, die machen im einen oder anderen Vermögen Sinn und umgekehrt überhaupt nicht.